Die Entscheidung in der Causa Cristiano Ronaldo ist gefallen. Es ist wahrscheinlich der erste Transfersommer überhaupt, wo das Gefühl war, dass Messi und Ronaldo auf dem Markt sein könnten. Ja, bei Ronaldo wurde ja auch immer wieder spekuliert, dass er zu PSG wechseln könnte. PSG aber hat jetzt ein ganz anderes Ziel und das heißt Lionel Messi. Um ihn bemühen sie sich sehr. Neymar soll schon angerufen haben, da gibt es Kontakt und mal schauen, ob es dazu kommt. Man City und PSG sind da sicherlich in der Pole Position. Aber auch um Ronaldo ging es, da der nicht zufrieden gewesen sein soll. Natürlich noch unter Sarri mit dem Sarri-Fußball oder dem Sarri-Ball bei Juve. Das hatte nicht funktioniert alles und da war Ronaldo überhaupt gar nicht happy und da wollte er wechseln. Das wurde bekannt und hat geträumt, bei PSG zu spielen mit Mbappé und mit Neymar. Aber jetzt hat er sich nochmal geäußert und all diese Gerüchte aus dem Weg geräumt. Er postete auf Instagram ein Statement quasi, wo man ganz klar weiß, dass er sich bekennt zu Juve. Er will nicht wechseln. Die Gerüchte werden nicht wahr werden. Anders als bei Messi wird es nicht zu einem Ronaldo-Wechsel kommen. Er sagte Folgendes. Während ich mich auf meine dritte Saison als Juventus-Spieler vorbereite, sind mein Geist und mein Ehrgeiz größer als je zuvor. Ziele, Siege, Engagement, Professionalität. Mit all meiner Kraft und mit der wertvollen Hilfe meiner Teamkollegen und aller Mitarbeiter arbeiten wir erneut daran, Italien, Europa und die Welt zu erobern. Des Weiteren sagte er, Rekorde brechen, Hindernisse überwinden, Titel gewinnen und persönliche Ziele erreichen. Immer mehr und mehr tun, bei allen Herausforderungen, die vor uns liegen könnten, erfolgreich zu sein, jedes Jahr in ein besseres Abenteuer als das vorherige zu stürzen und alles für unsere Fans und Supporter zu gewinnen. Weiter sagte er, wir sind Juventus, wir sind der Meister, wir sind zurück und wir sind stärker als je zuvor. Wir zählen auf euch alle zusammen bis zum Ende. Ja, schöne Worte, also nach diesen Worten kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen, dass Ronaldo dann noch wechselt. Die Gerüchte waren noch so ein bisschen verstummt in den letzten Tagen und Wochen. Da ging es dann eher um Messi und man kann sich eigentlich mittlerweile nicht vorstellen, dass Ronaldo den Verein verlässt. Jetzt nach diesem Statement überhaupt nicht, seine Entscheidung scheint gefallen. Kurzzeitig wahrscheinlich mal einen Traum gehabt, in Paris nochmal zu spielen, aber da könnte ausgerechnet sein Erzrivale Messi auftauchen. Das könnte alles noch spannend werden, aber es ist auch wichtig, dass Juve noch einen starken Superstar hat neben Dybala und der heißt Cristiano Ronaldo. Ich freue mich auf Pirlo, ich freue mich auf das neue Juve und bin gespannt und hoffe, dass sie endlich mal offensiveren und besseren Fußball zeigen, denn das können sie mit diesem Kader. Eure Meinung in die Kommentare, klickt in die Mitte, dann seht ihr, dass Griezmann auch Barca verlassen wollte. Was war da los? Oder was ist aktuell bei Barca überhaupt los? Klickt in die Mitte, findet es sofort heraus. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.